Der Bergbau war einer der wichtigsten Wirtschaftszweige in Aalen. Schon vor dem Steinkohlebergbau blühte im späten 19. Jahrhundert der Strontianitabbau in und um Aalen. Bis Mitte 2000 war die Zeche Westfalen in Aalen in Betrieb. Gegenüber dem Bahnhof im Sydney Hinds Park steht der Bergmann, die Identifikationsfigur für den Aalener Bergbau. Die Skulptur erinnert an die harte Arbeit unter Tage. Von der schweren Arbeit ausruhend blickt der Bergmann frontal nach vorn. Der Künstler Robert Paul Michel wurde am 27. April 1905 in dem Südtiroler Dorf Matsch geboren. Hier wuchs er auf und absolvierte eine Lehre als Bildhauer. Er studierte an der Werkkunstschule Berlin und später an der Hochschule für bildende Künstler. Nach seiner einjährigen Kriegsgefangenschaft kam er nach Aalen, wo er seine künstlerische Betätigung fortsetzte. Die erste große Arbeit, mit der er an die Öffentlichkeit trat, war die Plastik des Bergmanns, die 1953 am Bahnhofvorplatz aufgestellt wurde. Paul Michel wendete sich damit vom normalen Arbeiterbild ab. Er vermied die theatralische Darstellung des Helden der Arbeit ebenso wie die Haltung der sozialkritischen Anklage.